Im Zentrum von Aachen steht ein ganz besonderer Brunnen. Geld ausgegeben, um was zu kaufen. Aber weiß nicht mehr was. Aber was man überlegt, wo das Geld herkommt. Von wem hast du es bekommen? Die Mama, glaube ich. Die Mama hat dir es gegeben, ja. Und was meinst du, wo die Mama das her hatte? Sie hat es verdient, nicht? Ihre Arbeit. Oder eben der Papa, einer von den beiden. Sie bekommen das dann als Lohn für Ihre Arbeit. Nicht über die Grenze, das ist unterschiedlich. Dann können Sie die Firma was abgeben und man kann damit selber kaufen. Und wenn man das mit dem Geld gekauft hat, dann hat der Ladenbesitzer das ja nicht. Und der kann dann wieder kaufen damit. Und der dann das erhalten, kann wieder kaufen. Damit auch das Geld rum ist, wenn er wieder mit einem Papa wieder ankommt, wird er neu verdient und die wieder was geben kann. Das ist der Kreislauf des Geldes. Der ist hier dargestellt worden durch diese Figur, nicht? Das Geld läuft also immer um und jeder, der es bekommt, kann damit kaufen und der Empfänger kann wieder damit kaufen. Der Wirtschaftsanalytiker Helmut Kreuz lebt und arbeitet etwa einen Kilometer Luftlinie vom Geldbrunnen entfernt in einem Haus, das er sich bereits Mitte der 50er Jahre gebaut hat, hoch oben in einem Penthouse mit seiner Frau Barbara. Hier über den Dächern Aachens betreibt er seine umfangreichen Forschungen zum Thema Geld und analysiert die Ursachen und Folgen unseres unvollkommenen Geldsystems. In Aachen lebt er von Kindesbeinen an. Geboren wurde Helmut Kreuz 1923 im Jahr der großen Inflation, als er mit schwindelerregenden Summen jonglierte und ein Laib Brot 1 Milliarde Mark kostete. Und als sein Vater, Telegrafenarbeiter, bei der Eisenbahn aufgrund des Ruhrkampfs ausgesperrt und ohne Arbeit war. Das Thema Geld begleitete ihn also von Anfang an als unbewusste Prägung. Nach dem Schulabschluss mit 16, also 1939, begann er ein 2-jähriges Praktikum mit dem Ziel, Flugzeugbauingenieur zu werden. Stattdessen jedoch Krieg, Einzug zum Arbeitsdienst, Kriegselend. Aber immerhin bekam er eine Chance zu einer Piloten- und Fluglehrerausbildung. Nach dem Krieg, den er knapp in russischer Gefangenschaft überlebte, brauchte er 2 Jahre, um sich in Hallstätten gesundheitlich zu erholen. Einigermaßen genesen begann er 1948 halbtags in einem Betrieb für Laden- und Innenausbau zu arbeiten, übernahm die Leitung des Planungsbüros und machte sich 1971 als Ladenbauarchitekt selbstständig, zusammen mit 3 seiner Kollegen. An Ideen für eine gerechtere Welt mangelte es ihm nicht, denn er dachte sich folgende Gewinnverteilung in seinem Betrieb aus. 1/3 der Überschüsse wurde unter den 3 in gleicher Höhe verteilt, ein weiteres Drittel je nach Familiengröße aufgeteilt und das letzte Drittel nach gegenseitiger Einschätzung. Um zu einer Wohnung zu kommen, baute er 1954 auf 2 Trümmergrundstücken ein Mehrfamilienhaus auf. Die 4. bzw. oberste Etage wurde auf der Rückseite ergänzt durch eine Dachterrasse, originellerweise sogar mit Rasenfläche und einem schönen Blick auf das Aachener Stadtpanorama mit Dom und Rathaus. Das Eigenheim im 4. Stock
umschrieb damals eine Architekturzeitschrift das Kreuzsche Haus, weil man die Bezeichnung Penthouse noch nicht kannte. In den 60er Jahren entwickelte er ein Baukastensystem für mitwachsende Kindermöbel und Spielzeuge, das auch in den USA patentiert und vertrieben wurde. Für Herstellung und Vertrieb gründete er eine GmbH und stieß mit seinen pfiffigen Ideen auf große Resonanz in den Medien. Seine kindgerechten Produkte wurden 1963 auf dem deutschen Repräsentationsstand der Chicagoer Messe ausgestellt. Ende der 60er Jahre engagierte sich Helmut Kreuz bei ersten politischen Aktivitäten in einer Bürgerinitiative. Er arbeitete zum Beispiel ein ökologisches Konzept zur Verkehrsberuhigung in seiner Heimatstadt Aachen. Auch zu anderen aktuellen Fragen entwickelte er praktische Lösungen. 1979 gehörte er zu den Gründern der Alternativen Liste in Aachen und ein Jahr später zu den Mitbegründern der Grünen der Stadt und von Nordrhein-Westfalen. Für sie kandidierte er auch bei der ersten Landtagswahl. Anfang der 70er Jahre schrieb er sein erstes Buch. Es spiegelte seine bitteren Erfahrungen in der Arbeitswelt wider. Er nannte es »Gehen oder kaputt gehen«. Der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt veröffentlichte seine höchst kritische Darstellung und brachte sie zum Start einer Buchreihe heraus. Der Literaturkritiker Jürgen Lodemann schrieb damals in einer Buchbesprechung »spannender als jeder Kriminalroman«. Noch mehr Beachtung fand vier Jahre später sein scharf analysierendes Buch über unser Schulsystem, Haken krümmt man bei Zeiten. Als Vater verarbeitete er darin die unglaublichen Geschichten und Erlebnisse seiner beiden Töchter mit ihrer Schule und entwickelte viele eigene Vorschläge für eine Schule ohne Stress. Bertelsmann brachte das kritische Werk erfolgreich heraus und 1983 wurde es nochmal als Taschenbuch bei DTV aufgelegt. Das Buch erregte die Gemüter, viele Zeitungen brachten Rezensionen und Auszüge und auch das Fernsehen schaltete sich ein und die ARD stellte es als Buch des Monats vor. Wie kam der Querdenker Kreuz letztlich zur Geldthematik, die ihn bis heute fast ausschließlich beschäftigt? Und zwar schrieb mir ein Leser meines Schultagebuches damals einen Brief. Ich hätte im Buch verschiedene Themen und Problemfelder angesprochen. Ich soll doch mal mich mit der Materie Geld befassen, Geld und Gesellschaft, Währung und Wirtschaft. Vielleicht würde ich da einige Erklärungen für meine angesprochenen Problemfelder finden. Da hat mir auch ein kleines Schrift beigelegt mit dem Titel 5000 Jahre Kapitalismus, der ein Hans Kühn geschrieben hatte, in der von einem Silvio Gesell die Rede war, ein Namen, den ich nie gehört hatte, der sich mit diesen Geldfragen schon um die Jahrhundertwende befasst haben sollte. Und anfangs war ich höchst skeptisch, weil ich glaubte, ich würde ja nur durch meine Tätigkeiten im Berufsfeld genügend über Geld wissen, Finanzierung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, die ich gemacht habe, Firmengründung habe ich mal gemacht, im Zusammenhang mit einer Erfindung, eine eigene GmbH gegründet und so weiter und glaubte, über Geld alles zu wissen. Und habe das erstmal für Blödsinn gehalten, was er mir schrieb. Aber da ich nicht einfach nur schreiben wollte, kann ich nicht nachvollziehen, wollte ich Ihnen anhand von Fakten nachweisen, dass das nicht stimmen kann, was er mir geschrieben hatte. Und dazu musste ich mich erstmal sachkundig machen. Das war für mich sehr schwer, ein völlig neues Thema. Ich musste vor allen Dingen versuchen, an Zahlen zu kommen. Denn für mich als Pragmatiker konnte ich nur das widerlegen anhand von Zahlen, nicht aus dem Bauch raus, mit Gefühl oder so ähnlich. Und je mehr Zahlen ich dann mühevoll entdeckte, nach und nach, und verglich miteinander, umso mehr stellte ich fest, dass da was dran war. Und besonders hat mich das interessiert, weil ich feststellte, dass der Wachstumszwang unserer Gesellschaft, der mir schon aufgefallen war, den ich auch aufgrund meiner Tätigkeit in Umweltverbänden und bei den Grünen zu Genüge als Problem erkannt hatte, dass dieser Wachstumszwang tatsächlich mit unserem Geldsystem zusammenhängt. Und das hat mich natürlich dann immer mehr gefangen genommen. Und ich habe mir gesagt, Mensch, jetzt bist du so alt geworden. Damals war ich etwa, 54 sowas, 53. Bist du alt geworden und glaubst über Geld Bescheid zu wissen. Offensichtlich, warum hast du da was nachzuholen? Da wirst du mal ein paar Wochen dich mal mit befassen. Dann kannst du das Thema wieder abhaken. Ich hatte damals dann ein drittes Buch zwischen mit dem Titel
vom Versuch, mehr Demokratie zu wagen, Tagebuch eines Bürgers. Da wollte ich über meine Erfahrungen in Bürgerinitiativen auf politischen Ebene meine Erlebnisse zusammenschreiben. Das Buch habe ich heute noch da liegen, halbfertig nicht. Ich habe da nie mehr angefasst. Weil mich die Sache so fasziniert hat, mit dem Thema Geld, dass ich daran kleben geblieben bin. Ja, und wie ich schon sagte, je mehr ich einstieg, umso mehr interessanter wurde das Thema. Und umso größer wurde für mich das Bestreben, alles, was ich dort ahnte, durch Zahlen zu untermauern und möglichst diese Zahlen auch umzusetzen in Grafiken, das macht man ja nun als Architekt Lag, um das optisch auch Darstellung zu machen. Denn Zahlenreihen ineinander zu vergleichen ist sehr schwer. Wenn ich das aber auch grafisch umsetze, wird direkt deutlich, welche Probleme in den Entwicklungen vorhanden sind. Ich habe da nicht nur meine anderen Schreibarbeiten und Themen vernachlässigt, wie ich schon erwähnte, mit dem dritten Buch, sondern auch nach zwei, drei Jahren dann auch meinen Beruf an Nagel gehängt, mit knapp 60 Jahren, um nun mich dem Thema ganz widmen zu können. Aufgrund meiner 40-jährigen Berufstätigkeit konnte ich mir das erlauben. Und habe dann also mich seitdem dem Thema ganz zugewandt. 1983 erschien das Buch Wachstum bis zur Krise. Zusammen mit Beiträgen von Werner Onken und Dieter Suhr veröffentlichte Helmut Kreuz seine Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen der Zinsentwicklung und dem Zwang zum Wachstum. Anfang der 80er Jahre überzeugte er durch einen Vortrag Margaret Kennedy von den fatalen Wechselwirkungen zwischen Geld, Wirtschaft und Wachstum. Er konnte sie so für das Thema gewinnen, dass sie von da an zu einer starken Mitstreiterin an seiner Seite wurde. Sie schrieb das Buch Geld ohne Zinsen und Inflation und bezog Grafiken von ihm mit ein. Margaret Kennedys Buch war ein großer Erfolg und wurde in etwa ein Dutzend Sprachen übersetzt. Helmut Kreuz blieb unermüdlich dran am Thema Geld und verknüpfte 1987 seine Erfahrungen aus seiner Architektentätigkeit mit seinen neu gewonnenen Erkenntnissen und nannte sein Buch Bauen, Wohnen, Mieten. Welche Rolle spielt das Geld? Zur gleichen Zeit plante und organisierte er auch Ausstellungsstände für Kirchentage und Ökomessen. Unter seinem Motto Gerechtes Geld, gerechte Welt oder dem Titel Wachstum, bis die Umwelt stirbt, stellte er Plakatausstellungen zusammen und entwickelte entsprechende Kataloge und Flyer, die zu Tausenden den Weg unter die Leute fanden. Immer mehr Ökogruppen wollten mitmachen und es wurden Ausstellungen organisiert. Die Ausstellungsstände wuchsen von Mal zu Mal. Die größte Fläche betrug damals jeweils 160 Quadratmeter auf zwei Messen in Echten und München. Mit eigenen Vortragsräumen, in denen jede Stunde ein Kurzvortrag mit Diskussion angeboten wurde. Ende der 80er Jahre produzierte Helmut Kreuz zum Thema Wachstum und Geld einen ersten Videofilm in einem Aachener Studio. Aber werden Sie jetzt fragen, kommt es denn in unserer Wirklichkeit zu jener wundersamen Geldvermehrung? Kann denn Geld irgendwie zunehmen oder Junge kriegen? Nun, wenn wir den Werbeanzeigen der Banken Glauben schenken, dann scheint das irgendwie möglich zu sein. Mal wird gesagt, dass Geld wachsen oder Früchte tragen kann. Ein andermal ist davon die Rede, dass Geld sich vermehren oder aus Geld mehr Geld werden kann. Und bei anderen Anzeigen heißt es, Geld könne arbeiten. Offensichtlich machen sich die Leser dieser Anzeigen genauso wenig Gedanken über die Wirklichkeit wie die Verfasser. Denn niemand dürfte in seinem Leben schon einmal Geld haben arbeiten sehen oder Geld wachsen oder sich vermehren sehen. Aller Zugewinn, aller Reichtum einer Volkswirtschaft stammt immer und alleine aus der Arbeit der Menschen, damit auch aller Zugewinn, der an diejenigen fließt, die ihr Geld, wie es heißt, arbeiten lassen. 1989 wurde er in den Vorstand einer Stiftung gewählt, die unter anderem die Zeitschrift für Sozialökonomie und die Gesamtausgabe des Ökonomen Silvio Gesell betreut.
1990 erhielt er einen Lehrauftrag an der Uni Kassel und wurde in dieser Zeit von mehreren Organisationen für den alternativen Nobelpreis vorgeschlagen. Sein wichtigstes Werk, das Geldsyndrom, erschien 1993 als Hardcover bei Langenmüller und später als Taschenbuch bei Econ. Es wird von vielen Experten als das Standardwerk der Geldreformbewegung gesehen. Mittlerweile gibt es davon 6 Taschenbuchausgaben, auch auf Ungarisch und Persisch. Nächstes Jahr soll sein neuestes Buch erscheinen, auch bei Langenmüller. Im Lauf der letzten 22 Jahre hat Kreutz in Fach- und Publikumszeitschriften an die 200 zum Teil auch längere Beiträge veröffentlicht. Als ebenso bedeutender Bereich seiner Arbeit gelten die vielen Vorträge, die er inzwischen auf allen möglichen Veranstaltungen gehalten hat. Mittlerweile sind es fast 700. Die Zinsanteile in den Münchner Wohnungen noch höher als im Durchschnitt in Deutschland, weil der Boden eben aufgrund seiner hohen Werte besonders stark durchschlägt. Wie gesagt, rund 3/4 in der Miete, die sie zahlen, sind Zinsen. Und wir haben heute jetzt diesen Berg von 140 Milliarden oder 70 Milliarden Euro an Zinsen. Wenn man das mal vergleicht mit den Problemen, die wir heute haben, mit denen man redet, 5 Milliarden dafür und 7 Milliarden für die Hochwasserschäden und die man nicht zusammenkratzen kann und zahlt gleichzeitig dann jedes Jahr 70 Milliarden Euro Zinsen für eine Schuld, die nie etwas gebracht hat, da kann man nur fragen, was soll der Wahnsinn? Warum das Ganze nun? Da können wir uns in der ansehen, was ich noch eingezeichnet habe, die zweite Kurve, die Entwicklung der Geldvermögen. Unermüdlich und voller Geduld bringt er weiterhin seine Erkenntnisse unter die Menschen und hofft, dass er zur dringend notwendigen Wende in unserem Geldsystem beitragen kann. Und die Sache wurde für mich immer wichtiger, immer drängender auch, vor allen Dingen vor der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren und Monaten ja bei uns erlebt haben, dass die öffentlichen Kassen leer werden, dass alle stöhnen, kein Geld da und keiner fragt, wo ist das Geld denn eigentlich geblieben? Wo liegen die Ursachen dafür? Die Krux liegt daran, dass bestimmte Wachstumsregeln in unserer Wirtschaft verletzt werden. Zum Beispiel die Regel, was heißt Wachstum? Wachstum, ich habe hier mal eine Grafik gemacht, bei der wir verschiedene Wachstumsentwicklungen sehen, mit verschiedenen Farben. Die grüne Entwicklung oben zeigt eine Entwicklung, die anfangs sehr rasch wächst und sich dann stabilisiert. Wir Menschen sind im Mutterleib sozusagen explodiert und haben in unseren ersten Kinderjahren, Babyjahren vor allen Dingen sehr große Wachstumsraten, die aber nach und nach nachlassen. Irgendwie mit 18, 20 Jahren hört man zu wachsen auf. Die blaue, wie gesagt, Linie mit der gleichmäßigen Zuwachs scheint harmlos zu sein, ist aber in einer begrenzten Umwelt auch nicht auf Dauer möglich. Denn eine begrenzte Räumlichkeit lässt kein ständiges Zuwachs zulaufen von immer mehr Menschen zu. Beispielsweise in dem Zimmer hier ist irgendwann, wenn jede Minute einer reinkommt, der Raum voll. Und das gilt für alle begrenzten Räume. Ja, und die dritte Kurve ist fast als eine krankhafte Entwicklung zu bezeichnen, die, wie gesagt, anfangs harmlos beginnt, aber hinterher in die Höhe schießt und nur zusammenbrechen kann. Weil dasselbe, was wir schon mit der blauen Linie gesagt haben, in einem begrenzten Raum kein ständiges Wachstum möglich ist. Es ist noch weniger möglich, wenn dieses Wachstum immer mehr sich beschleunigt. Dann werden die Grenzen eben des Raumes noch rascher erreicht. Es gibt noch einen Gesichtspunkt, der mir klar geworden ist oder klar geworden war. Das war auch eigentlich vorher schon, als ich mich mit Umweltfragen befasst habe, dass im Grunde ein Organismus nur stabil bleiben kann, wenn sich alle Teile im Gleichschritt miteinander entwickeln. Beispiel bei dem Baum hier muss die Krone im Gleichschritt wachsen mit Stamm und Wurzelwerk. Wenn die Krone alleine weiter schneller wächst, wird der Stamm den Baum nicht mehr tragen können, die Wurzeln nicht mehr versorgen können, der Baum geht ein. Auch da kann man eine Regel ableiten, die ich hier mal nochmal zusammengefasst habe. Erstens, in einem begrenzten Raum kann es kein grenzenlosen Wachstum geben. Die zweite, fehlendes gesunde und natürliche Wachstum. Gibt es eine optimale Obergrenze, denkt man bei Menschen, der irgendwo mit 2 Meter maximal aufhört zu wachsen. Und dritte Regel, alle Teile eines gesunden Organismus können nicht schneller wachsen als das Ganze. Und die Konsequenz daraus, alle Entwicklungen, die diese natürlichen Gesetzmäßigkeiten missachten, sind
zum Zusammenbruch verurteilt. Und das gilt nicht nur für biologische Organismen oder der in der Natur gegebenen Organismen, es gilt auch für die Wirtschaft, denn die ist auch eingebettet in die Gesetze der Natur. Nicht nur in Bezug auf die Endlichkeit der Räume, sondern auch in Bezug auf die Endlichkeit der Ressourcen und andere. Vor allen Dingen ist es vergleichbar mit dem Wachstum im Geldbereich in Form von Geldvermögensanlagen, die verzinst werden. Und zwar ist der Effekt dort genauso wie bei der roten Kurve, wie wir hier erkennen können, das Wachstum nimmt mit Verdopplungsraten zu. Es ist kein lineares Wachstum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Also ein Wachstum mit Verdoppelungen immer, was dann automatisch immer rascher in die Höhe schießt und auf Dauer eben unmöglich durchzuhalten ist und zum Kollaps führen muss. Und das ist vergleichbar unserer wirtschaftlichen Situation. Hier mal konkrete Beispiele über solche Entwicklungen von Geldanlagen. Angenommen sind hier eine Anlage von 10.000 Euro, der schwarze Balken. Wenn Sie die in der Schublade anlegen, bleiben es 10.000 Euro über jeden Zeitraum hinaus. Verändert sich nicht. Wenn Sie mit der Bank anlegen, gegen 3% werden nach 50 Jahren bereits daraus das 4,5-fache. Und wenn wir jetzt statt 3% 6% bekommen, verdoppelt sich der Effekt nicht, er vervierfacht sich bereits. Es geht also bereits schon auf von 10.000 auf 184.000 auf 18,5-fache. Um nochmal 3% mehr Zinsen ergibt bereits das 74-fache der Einlage. Wir sehen daran, in welchem Maße Zinsveränderungen im höheren Zinsraum dramatischer sind als Zinsveränderungen im niedrigen. Beispiel ein Anstieg von 1 auf 2% ist fast belanglos, aber ein Anstieg von 6 auf 7% oder von 9 auf 10% hat enorme Effekte in der Entwicklung. Was exponentielles Wachstum bedeutet, habe ich hier mal ein Beispiel gebracht. Jemand sucht einen Job für ein halbes Jahr und bekommt zwei Angebote. Im ersten Angebot bekommen Sie den Vorschlag, dass Sie pro Woche 1.000 Euro bekommen. Beim zweiten Anbieter sagt Ihnen, Sie bekommen bei mir in der ersten Woche 1 Cent, in der zweiten Woche 2 Cent, in der dritten 4 Cent, in der vierten 8 Cent, immer die doppelte Menge der vorhergehenden Woche. Wahrscheinlich würde sich niemand für dieses Angebot entscheiden. Alle würden sagen, das spinnt wohl, nicht? Aber wer mal nachrechnet, würde sehr klug sein, das zweite Angebot anzunehmen. Wir sehen zwar, dass hier nach 12 Wochen er erst 41 Euro verdient hat, während der andere 12.000 hat. Aber nach der 21. Woche sind schon beide gleichgezogen. Eine Woche vorher hatte einer noch die Hälfte des anderen, aber eine Woche darauf schon sind sie gleichgezogen. Und nach 26 Wochen, einem halben Jahr, hat der erste 26.000 verdient und der zweite hat 671.000 Euro bekommen. Wir sehen also daran, in welchem Tempo diese Entwicklung, dieser harmlos beginnt, sich aufschaukelt. Und wenn wir mal annehmen, es wären 39 Wochen, also Dreivierteljahr gewesen, hätte der 5,5 Milliarden verdient. Und wenn es ein ganzes Jahr laufen würde, dieses System, hätte er 45.000 Milliarden verdient. Das ist das 22-fache des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Nach 52 Wochen. Wachsen denn die Schulden genauso schnell wie die Geldvermögen? Da sehen wir uns mal an, wie sich die Geldvermögen und Schulden in Deutschland entwickelt haben im Vergleich mit der Wirtschaftsleistung. Geldvermögen und Schulden sind identische Größen, weil die im Guthaben immer entsprechend Kredite gegenüberstehen. Geldvermögen und Sozialprodukt im Vergleich. Sozialprodukt ist auf das 7-fache gestiegen, und zwar hier in realen, inflationsbereinigten Zahlen ausgedrückt. Ja. 7-fache, das heißt, wir verbrauchen und produzieren heute 7-mal so viel wie in den 50er Jahren. Und schmeißen noch 7-mal so viel weg wie in 50er Jahren, damit wir es wieder verbrauchen können und produzieren können. Die Geldvermögen dagegen sind auf das 32-fache gestiegen und sie haben, wie wir gut erkennen können, wenn wir eine Gerade anlegen, den Touch eben des exponentiellen Wachstums. Der ist nicht reinrassig, wie wir in unserem theoretischen Beispiel, weil ja auch Menschen immer wieder Geldvermögen abheben und verbrauchen, aber tendenziell nehmen sie zu. Und zwar, je älter die Wirtschaft wird, umso mehr, weil immer mehr Menschen in der Lage sind, die erhaltenen Zinsen wieder auf den Haufen draufzulegen, was am Anfang nicht so der Fall ist. Deswegen auch dieser Touch. Und wir sehen auch hier dann, welche Folgen das hat, dass mit diesen
Geldvermögen, Schulden, auch die Zinsen anwachsen. Die sehen zwar hier mickrig aus, aber wenn wir uns mal vorstellen, die sind immerhin schon, wenn wir es hier vergleichen, auf ein Fünftel des Sozialprodukts angewachsen. Und wenn wir mal uns vorstellen, dass Sozialprodukte nicht mehr wachsen, zum Beispiel hier sich stabilisiert haben im Jahre 1970, dann würde das würden die Zinsen heute schon die Hälfte des ganzen Sozialprodukts beanspruchen. Und daraus ergibt sich eigentlich, dass wir ständig versuchen müssen, unsere Wirtschaftsleistung zu steigern, damit wir diesem Problem aus dem Wege gehen. Das ist zwar immer weniger möglich, weil die Zinsen rascher wachsen als die Wirtschaftsleistung, aber es ist ein Versuch noch, eine Weile noch mal wieder ein bisschen durchatmen zu können. Wem gehören nun die Geldvermögen, könnte man fragen, die wir gerade angesprochen haben? Da unterscheidet die Statistik drei Sektoren, nämlich Staat, Unternehmen, Privathaushalte. Wir können hier erkennen, in welchem Verhältnis die verteilt sind. Die sind hier aufgetragen in Prozenten des Sozialproduktes. Das Sozialprodukt 100%. Wir sehen, dass 1950 die Schulden und Geldvermögen bei 60% lagen. Das heißt, auf eine Mark kamen damals 60 Pfennig Schulden und Geldvermögen. Heute kommen auf eine Mark Sozialprodukt 3 Mark Schulden und Geldvermögen. Oder auf 1 Euro 3 Euro. Das bleibt auch gleich das Verhältnis. Und der große Zuwachs hat, wie gesagt, die privaten Haushalte zu verzeichnen. Ein Unternehmen ist auch noch da, deutlich, vor allen Dingen zunehmend in den letzten 20 Jahren. Und der Staat selber ist, der etwa vorher am Anfang etwa bei einem Drittel der Anteile lag, ist seit 1960 immer ärmer geworden. Er liegt heute nur noch bei 6% der gesamten Geldvermögensmasse und 2/3 der Geldvermögensmasse ist in Händen der privaten Haushalte. Was im Grunde gut und richtig ist, denn die Menschen, die hinter den Privathaushalten stehen, sind ja auch die Arbeitenden. Die sollen auch praktisch die Vermögen ja bekommen. Die Frage ist natürlich nur, wie verteilen sich die Vermögen? Darauf kommen wir dann hier in der Grafik schon etwas zu sprechen. Hier sind nun die gesamten privaten Vermögen angeführt. Immobilien, Geldanlagen, Betriebsvermögen. Die Geldanlagen machen also etwa 1/3 aus, 32%. Also 1/3 der gesamten Privatvermögen bestehen aus Geldanlagen und die gute Hälfte aus Immobilien. Wobei ich dazu erwähnen muss, dass Immobilien ja sich konzentrieren bei der Hälfte der Bevölkerung. Das Gros der Bevölkerung hat gar keine Immobilien. Die haben also gar nicht daran beteiligt. Die ganzen Immobilien gehören nur etwa 40-45% der Bevölkerung. Wie gesagt, die gesamten Summen sind beträchtlich, 9.920 Milliarden D-Mark im Jahr 1983 bei der vorletzten Befragung. Alle 5 Jahre findet die statt. Und die Verteilung ist interessant. Wir sehen, dass die beiden ersten Haushaltsgruppen, A, B, C, D, E, F, G, angetragen, die ersten A, B zusammen etwa die Hälfte der Bevölkerung darstellen, aber nur knapp 10% der gesamten Vermögen in der Hand haben. Wobei das Gros dieser Vermögen in Immobilien besteht, ein Familienhäuschen, sonst wäre die Summe noch wesentlich kleiner. Denn auch bei diesen ärmeren Leuten gibt es Leute, die ein Familienhäuschen haben. Und das Gros der Vermögen konzentriert sich bei den letzten beiden Gruppen, nämlich mit rund 50%. Also die Hälfte aller Vermögen ist in Händen von 10% der Bevölkerung und die andere Hälfte hat dann 90% der Bevölkerung hat die andere Hälfte. Muss sich darin eben sozusagen aufteilen. Und wenn man sieht, dass diese Grafik ja nur bis 5 Millionen geht, dann hat ein Milliardär, ein einfacher Milliardär, eine Vermögenssäule, die 200 Mal so hoch ist wie die hier aufgetragene Säule. Natürlich sind diese Säulen sehr dünn, die Milliardärssäulen, aber durch ihre Höhe haben sie doch ein großes Gewicht. Noch ein Vergleich, der die Zuwachsraten zeigt, die jährlich hinzukommen in dem Bereich Geldvermögen, Sozialprodukt und Nettolöhne. Man kann erkennen, dass im Anfang, in den ersten beiden Jahrzehnten, etwa das Verhältnis 1:3 war zwischen Nettolöhnen und Geldvermögenszuwachs. Inzwischen ist es auf 1:50 angestiegen. Und zwar darum, weil das Sozialprodukt in etwa linear wächst, die Nettolöhne aber bereits seit den 80er Jahren tendenziell zurückfallen. Sie sind noch gewachsen, aber mit immer kleineren Raten. Das heißt also, die Arbeiten sind netto immer weniger an der Wirtschaftsleistung und besserer Steigerung beteiligt und entsprechend fällt mehr ab
um diese Geldvermögenssäulen, die explodieren, zu bedienen. Denn der ganze Zuwachs an Nettolöhnen reichte nicht aus, um diese hinzugekommene Säule an Geldvermögen zu verzinsen, die etwa bei 5% ja etwa 32 Milliarden erfordert werden, nur 13 Milliarden hier zugekommen sind an Einkommen. Warum ist nun diese Geldvermögensentwicklung besonders dramatisch? Wie gesagt, eins haben wir schon angesprochen, nämlich der Tatbestand, dass die Zinsströme immer größer werden, aber auch, weil ja hinter den Geldvermögen gleich hohe Schulden stehen. Die Schulden können nicht nur in dem Maße wachsen, wie die Geldvermögen zunehmen, sondern sie müssen in dem Maße wachsen. Denn alle Ersparnisse, die geben jemand aus seinem Einkommen erübrigt, die kann man nicht nur einem anderen leihen, sondern ein anderer muss sich das leihen, um den Kreislauf zu schließen. Das Geld würde sonst im Kreislauf fehlen. Und fehlendes Geld im Kreislauf erzeugt eine deflationäre Rezession. Also muss alles Geld, was einer übrig hat, wieder über Kredite zurückgeführt werden. Aber dieser Umweg über Kredite erzeugt ein immer größeres Zinsstromvolumen. Und die Verteilung der Schulden ist auch interessant. Hier mal in der Entwicklung dargestellt für die Jahre 1991 bis 2000. Wir sehen, insgesamt gesehen hat die Verschuldung sich in den 10 Jahren um die Hälfte vermehrt. Von rund 200 auf rund 300% des Sozialproduktes angestiegen. Und bei Unternehmen hat sie besonders stark zugenommen, nämlich um ein Zweidrittel. Privathaushalte etwa ein Drittel und Staat etwa auch ein Drittel. Der Staat hat seine Verschuldung abgebremst, wie wir sehen können, in den letzten Jahren. Sonst wäre er auch höher verschuldet, wenn er nicht aufgrund der Maastricht-Kriterien zum Einsparen, zum sogenannten Sparen, obwohl es kein Sparen ist, es ist ja ein Reduzieren der Ausgaben, gezwungen wäre. Sparen heißt ja, wenn ich, dass ich etwas erübrige und auf die hohe Kante lege, nicht? Aber der Staat spart ja nicht, im Gegenteil, er macht neue Schulden, er reduziert nur die Ausgaben. Das wird dann Sparen genannt, mit einem auch eine Verfremdung, Missbrauch des Begriffes. Denkt mal daran, dass ich vorhin sagte, dass irgendjemand die Schulden machen muss. Und wenn der Staat weniger Schulden macht, muss ein anderer einspringen. Ob das Privathaushalte sind, die mehr auf Kredit kaufen, oder eben Unternehmen, dass die mehr Schulden aufnehmen. Irgendjemand muss es tun, oder man muss im Ausland Kreditnehmer finden. Wenn das nicht zurückgeführt wird, dann bleibt das Geld still liegen dann, nicht? Es wird ja von keinem benutzt. Dann fehlt die Nachfrage im Kreislauf, die Umsätze gehen zurück, die Verkaufszahlen in Läden und so weiter. Entsprechend werden Leute entlassen. Das ist die Reihenfolge, die man mit einer Deflation normalerweise verbindet, mit einem Geldmangel. Deflation heißt ja, dass die Geldmenge zu gering ist. Nicht die vorhandene Geldmenge, die ist groß genug, aber die umlaufende, die nachfragende. Und das unterscheidet bis heute die Notenbank nicht. Die sprechen immer von umlaufender Geldmenge, wenn sie das meinen, was sie rausgegeben haben. Aber was davon umläuft, ist entscheidend. Und es läuft eben nicht alles um. Ein großer Teil ist gehortet und andere Teile werden schwankend zurückgehalten. Wenn wir uns mal den Staat ansehen, mit seiner Verschuldung, dann sehen wir die gleiche Scherenöffnung wie bei der Gesamtentwicklung. Bis 1974 waren die Entwicklungen parallel und solange Schulden nicht rascher steigen als die Einnahmen, die Herr Weiß eingetragen sind, gibt es keine Probleme. Aber wenn dann die Schulden rascher steigen, wie ab 1974, öffnet sich die Schere zwischen beiden. Die Schulden nahmen auf 20-fache zu, die Einnahmen nahmen nur auf 6-fache. Und das erklärt bereits, warum eben unsere Haushalte heute alle mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Auch die Prozentzahlen gemessen der Schulden am Sozialprodukt sind gestiegen von 19 auf 60%, und sie wären noch mehr gestiegen, wenn man nicht versucht hätte, mit den Maastricht-Kriterien die Länder zum Reduzieren ihrer Kreditaufnahme zu zwingen. Und deswegen haben sie auch in Maastricht versucht, nun da einen Deckel drauf zu halten, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Denn wenn man einen Deckel drauf hält, dann ist die Explosionsgefahr noch größer, als wenn man abnimmt vom Kessel, was weiß jede Hausfrau. Ja. Deswegen nützt das nichts, wenn statt des Staates müssen eben andere Schulden machen dann. Wenn das auch nicht mehr geht, dann wird es dahin kommen, dass immer größere Spekulationsblasen entstehen. Denn wenn die Geldbesitzer ihr Geld nicht mehr lohnend anlegen können, dann versuchen sie, die Gewinne durch Spekulationen zu machen. Und dann bekommen wir wieder diese Börsencrash oder die nächste Bodenspekulationswelle, wie wir sie in Japan hatten, die praktisch fast tödlich war, in England auch ziemlich deutlich schon Folgen gezeigt hat. Deswegen kommt man um das Problem nicht rum, wenn man nicht auf der Ursachenebene ansetzt. Oder wie Hans Kühn in seinem Buch schreibt, dass man die Flamme kleiner dreht, die den Kessel zum Überkochen bringt.
Aber bei den Staatsverschuldung ist noch was interessant. Also der Tatbestand, dass die Aufnahme der Kredite beim Staat identisch ist fast mit der gezahlten Zinsen. Die Zinskurve ist die blaue Linie, die zeigt verschiedene starke Anstiegsphasen, die spiegeln wiederum die Zinssatzentwicklung wider. Wenn die Zinssätze steigen, steigen die Schuldenlasten an, weil ja eine Schuld, die mit höherem Zins bezahlt werden muss, ja stärker zu Buche steckt als eine mit niedrigem Zins. Aber vor allen Dingen ist wichtig, dass man hier mal vergleicht mit der jährlichen Neukreditaufnahme, das heißt, der Staat an mehr Schulden aufgenommen hat jedes Jahr, ist in der gelben Kurve wiedergegeben. Und wir sehen schon optisch, die liegt manchmal höher als die gezahlten Zinsen, manchmal tiefer als die gezahlten Zinsen, wie hier wiederum. Und insgesamt gesehen gleicht sich das in etwa aus. Wenn man das nachrechnet, beschädigt sich das. Dann stellt man fest, dass in den letzten 30 Jahren der Staat fast genauso viele Neuverschuldung gemacht hat, wie er Zinsen gezahlt hat. Und das heißt konkret, er hat mit dem aufgenommenen Geld gar nichts tun können. Er hat keinen Arbeitsplatz finanzieren können, keine Investitionen finanzieren können. Alle Kreditaufnahmen sind in den Zinsendienst geflossen. Das, was man den dritten Weltländern vorgeworfen hat, hat man jetzt selber praktiziert. Und wenn man mal, das hat also im Grunde hat die Schuldenaufnahme nichts gebracht, außer einer, die ganzen Schuldenaufnahmen nichts gebracht, außer eben höhere Zinslasten. Und sie haben trotzdem was gebracht, nämlich denjenigen, die ihr Geld im Staat geliehen haben, die sind genau um 2000 Milliarden D-Mark reicher geworden, um die gezahlten Zinsen. Und der Staat entsprechend wie alle ärmer. Macht Sie das nicht ärgerlich, wenn Sie darüber nachdenken? Ärgerlich macht mich die Dummheit derjenigen, die bei uns Verantwortung tragen, die erstmal in die Sache eingestiegen sind und sich nicht klar waren, dass das gar nichts bringt, außer eben einen Reichtumsfluss von den Steuerzahlern zu den Besitzenden. Das macht mich ärgerlich. Wenn man das jetzt mal greifbarer haben will, umrechnet auf die einzelnen Haushalte, wird das eben vielleicht nachvollziehbarer alles. Ich habe hier darum mal diese Verschuldungen umgerechnet auf die einzelnen Haushalte oder Erwerbstätigen. Die Zahlen sind etwa gleich hoch. Wir sehen hier die Schuldensäulen in den Jahren 50, 75, 2000 und das Verhältnis zwischen den verfügbaren Einkommen der Haushalte und den Schuldenanteilen, die man rechnerisch umlegen kann auf jeden Jahr, haben sich von 1 zu 1 auf 1 zu 5 entwickelt. Das heißt, heute ist jeder Erwerbstätige 5 mal so hohen Schulden belastet, rein rechnerisch wie 1950. Und entsprechend verliert auch jeder Haushalt jedes Jahr mehr an Einkünften, die er für die Zinsen direkt oder indirekt bezahlen muss. Verfügbare Einkommen heißt ja, das, worüber ein Haushalt verfügen kann, resultiert aus Nettolöhnen, aus staatlichen Transfers, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, was auch immer was es gibt, und aus Vermögenseinkommen. Die drei vom Einkommensarten zusammengenommen ergeben das verfügbare Einkommen. 1950 musste jeder Erwerbstätige noch 6 Wochen arbeiten. Inzwischen sind es etwa mehr als ein Vierteljahr. Nur für die Zinsen. Dabei sind das nur die Zinsen für das Geldvermögen. Hinzu kommen noch die Zinsen für das schuldenfreie Sachvermögen. Denn auch wer ohne Kreditaufnahme ein Miethaus baut oder eine Fabrik eröffnet, will ja Zinsen haben für sein Geld, was er selbst reingesteckt hat, für sein Eigenkapital, mindestens so viel wie bei der Bank. Im Gegenteil, normalerweise erwartet man 1-2% mehr, wenn man ein gewisses Risiko eingeht, was verständlich ist. Und deswegen muss man noch hinzurechnen, die Zinsen für das schuldenfreie Sachkapital, die statistisch nicht erfassbar sind. Aber anhand anderer Werte kann man sie indirekt etwa ausrechnen. Dann kommen im Grunde nochmal die Hälfte mindestens dazu, zu diesen schuldenbezogenen Zinsen. Das wären also statt 28% wären es dann 42%. Das heißt also, wenn wir es jetzt auf die ausgegebenen Gelder beziehen, auf die Ausgaben und annehmen, dass in allen Preisen die Zinsen stecken, was ja auch der Fall ist letztendlich, dann kommen wir auf 45%. Das heißt, bei jedem ausgegebenen Euro zahlt man heute im Schnitt, ohne es zu wissen, 45 Cent Zinsen. Natürlich, das ist eine Durchschnittszahl, die ist unterschiedlich. Bei Produkten, die arbeitsintensiv sind, ist es weniger. Also bei einem Korbflechter, der mit den Händen Körbe flechtet, weniger Maschinen hat, ist das weitgehend Lohnanteil in Preisen drin und wenig Kapitalanteil. Aber bei Mineralölprodukten oder bei Mieten,
liegt der Anteil der Zinsen im Preis bei 70-80%. Die meisten machen sich dabei keine Gedanken. Jeder freut sich eigentlich, ich habe mich auch früher gefreut, über die Zinsen, die er jedes Jahr bekommt auf seine Ersparnisse, die er der Bank gegeben hat, durchweg ja. Und denkt, macht sich keine Gedanken, wo die Zinsen eigentlich herkommen. Geht man mal dieser Frage nach, dann wissen wir inzwischen ja, dass das Gros der Ersparnisse an die Wirtschaft geht, ein größerer Teil auch an den Staat. Und also die Wirtschaft, die Kreditnehmer, die Zinsen dann an die Bank zahlen müssen für ihre Schulden. Und die Bank nach Abzug der Bankmarge, also des Bankvermittlungskostenanteils, dann die eigentlichen Zinsen an den Sparer gibt. Das heißt also, die Zinsen, die wir bekommen, stammen von irgendwelchen Schuldnern, die aber ja ihre Zinsen selber umrechnen müssen in die Preise. Denn jeder Unternehmer muss ja nicht nur die Personalkosten und die Materialkosten in die Preise umrechnen, auch die Kapitalkosten muss er umrechnen, wenn er überleben will. Das heißt, in allen Preisen stecken, wie wir eben schon an Beispielen gesehen haben, Zinsen, die wir mitbezahlen, auch dann, wenn wir gar keine Schulden gemacht haben. Also die Annahme, dass man nur Zinsen zahlen muss, wenn man selbst Schulden gemacht hat, ist ein Irrtum. Jetzt ist ja so, dass also jeder im Grunde Zinsen zahlt, etwa 45% pro ausgegebenen Euro. Aber jeder bekommt ja auch Zinsen zurück, insgesamt gesehen. Nur die Verteilung der Zinszahlungen ist an die Ausgaben gebunden, die auch ansteigen, aber moderater ansteigen. Während die Einkünfte aus dem Zinstopf, das Geld noch zurückfließt, an die Geldgeber sich an den Vermögensverhältnissen orientiert, und die haben wir ja vorhin in der blauen Grafik gesehen, die sind konzentriert bei einer Minderheit. Und das hat zur Folge, dass bei einem Saldieren der Zinslasten und Erträge sich herausstellt, dass die bei den ersten 8 Haushalten, wenn man die Haushalte mal auf 10 Gruppen verteilt, gleich große Gruppen verteilt, bei den ersten 8 Gruppen die Zinszahlungen, hier die weißen Säulen, größer sind als das, was sie an Zinsen selbst zurückbekommen. Am stärksten ist der Unterschied bei den ersten Gruppen, die wenig Vermögen haben überhaupt. Auch wenn sie weniger ausgeben, aber ihr Vermögen ist nicht oft bei Null oder bei ganz kleinen Größen. Während bei der 9. Gruppe die Größen sich ausgleichen, also die sind weder Verlierer noch Gewinner in etwa, schlagen sich bei der 10. Gruppe die Verluste der ersten 8 Haushaltsgruppen als Gewinn nieder. Bei denen liegen also die Zinseinkünfte deutlich höher als die Zinslasten. Und dieser Überschuss, der Saldo, entspricht den Verlusten der Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt konkret, dass ein ständiger Zinsfluss stattfindet, netto von der überwiegend ärmeren Mehrheit der Bevölkerung zu der kleinen Minderheit, die über entsprechende Vermögenswerte verfügt. Wenn man sich nochmal jetzt die Schuldenzinslast genauer ansieht, zusammengefasst für alle Banken, dann lagen die im Jahr 2000 bei 724 Milliarden D-Mark gegenüber 1970 bei 49 Milliarden. Die haben sie also verfünfzehnfacht in diesen 30 Jahren. Wir sehen auch hier wieder die verschiedenen steileren Anstiege, die jeweils die Zinsentwicklung widerspiegeln. Konkret heißt das, dass in diesen Jahren, zum Beispiel 78, 82 oder 88, 92, 93, sich die Schuldenzinslast der Unternehmen jeweils verdoppelt haben. Und bei der Höhe der Schulden, die sie inzwischen haben, schlägt das nieder in Sparzwängen. Sie müssen sparen und können es weitgehend nur im Bereich der Beschäftigten machen, der Erwerbstätigen. Oder die können Investitionen zurückstellen, was auch bei anderen Betrieben dann zur Arbeitslosigkeit führt. Also der Vorwurf, dass die Firmen Leute entlassen, ist vordergründig. Man muss den Ursachen nachgehen und nicht immer nur auf dem Vordergrund sich an den sichtbaren Dingen klammern. Haben die Firmen überhaupt eine Chance, sich gegen diesen Trend zu stellen? Wir sehen es ja an der ständig steigenden Zahl der Pleiten, dass die Firmen selber auch versuchen müssen zu überleben. Und die Pleitenzahlen steigen auch mit den Zinsen jeweils an. Denn wenn plötzlich durch höhere Zinsen die Schuldenlast größer wird, dann ist ein Sparzwang vorhanden. Die müssen versuchen, andere Kosten zu reduzieren. Darum ist es Unsinn, das immer auch bei den Firmen anzusetzen, gerade im Hinblick darauf, dass sie immer mehr Schwierigkeiten haben zu überleben. Dass sie gezwungen sind, Personal zu sparen, nur durch Personaleinsparungen noch weiter arbeiten können in vielen Fällen. Und selbst die Banken, wie wir wissen, sparen, schmeißen Leute raus, um aus ihren Schwierigkeiten rauszukommen, denn sie werden indirekt auch betroffen. Je mehr Firmen Pleite machen,
je mehr müssen die Banken Kredite abschreiben, die sie nicht mehr zurückbekommen. Und entsprechend haben sie Verluste, die sie irgendwie auffangen müssen. Das können sie auch nur durch Einsparungen machen im Kostenbereich, siehe Personalentlassung. Warum sehen die Wirtschaftswissenschaftler dieses Problem nicht? In der Fachwissenschaft, bei den Wirtschaftswissenschaftlern, findest du praktisch keinen, der sich mit diesen Fragen befasst. Die toben sie in Theorien aus, nicht? In Variationen, in Elfenbeinturm, in dem sie sitzen, aber kommen nicht dazu, sich mal mit konkreten Vorgängen in der Wirtschaft zu befassen, das ist unter ihrer Würde. Und wenn man sie anspricht, ich habe die Möglichkeit verschiedentlich gehabt, und sie darauf hinweist, vor allen Dingen auf die Folgen dieser Entwicklung, auf die sozialen Folgen der Umschichtung, dann hat man einmal gesagt, ja, das ist eine moralische Frage, damit befassen wir uns nicht mit moralischen Fragen. Und andere hat mir gesagt mal, der bei den fünf Weisen war, nach der Pensionierung, der mal eingeladen war bei einem Vortrag von mir, hinterher auf der Podiumsdiskussion, und mein Vortrag an die Anhörer musste, dachte, auf eine Frage aus dem Publikum, ja, Kreuz hat im Prinzip schon recht, hat er etwas dramatisiert, nicht? Da habe ich nochmal nachgehakt, ob das nicht dramatisch wäre, wenn das und das geschieht. Da sagte er, ja, sagt er, ich sagte, wo führt das hin? Wie kann das enden? Ja, sagt er, wenn das so weitergeht, nach und nach, dann hören eines Tages, gehört einigen alles und andere haben nichts mehr. Ich sagte, das wird ja wohl kaum kommen, es wird ja vorher wahrscheinlich zu irgendwelchen Reaktionen kommen, nicht? Und sage ich, aber das ist doch keine Lösung. Ja, dann fängt man vorne wieder an. Das sind die Wirtschaftswissenschaftler, die unsere Regierung beraten. Dieselbe Kurve nochmal, der Zinserträge der Banken etwas flacher dargestellt, mit ihren verschiedenen Anstiegsphasen. Hier unten die Zinskurve zur Erklärung nochmal, die beim Ansteigen entsprechend auch die Bankzinserträge ansteigen lässt. Und noch eine weitere Kurve, die sogenannte Zinslastquote. Zinslastquote ergibt sich, wenn man die Bankzinserträge, die Schuldenzinslasten mit dem Sozialprodukt vergleicht. Da aber nun bei den steigenden Zinsen immer das Sozialprodukt langsamer wächst, wirken sich diese erhöhten Anstiege der Zinslasten noch stärker in der Quote aus. Die Quote schießt also in die Höhe und fällt auch wieder steil zurück, wenn die Zinsen wieder sinken. Und diese Zinslastquote bestimmt den Spielraum der Wirtschaft. Wir sehen aber auch, dass trotz fallender Zinsen in den 90er Jahren die Zinslastquote nach einem kurzen Einbruch weiter gestiegen ist. Das ist die Folge der Tatsache, dass die Vorteile der sinkenden Zinsen von den übermäßig steigenden Schulden aufgefressen werden. Während vorher noch in den Jahrzehnten bei den anderen beiden Krisenphasen noch eben dieser Vorteil zu Buche schlug, nach und nach sogar zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit etwas führte, steigt die Arbeitslosigkeit heute weiter an und sie konnte nur hier in diesen Jahren reduziert werden durch Kürzungen der Löhne. Durch Kürzungen der Lohnkosten, die bei Arbeitslosigkeit natürlich zu Buche schlägt und bei auch den Nettolöhnen zu Buche schlägt. Denn man kann ja den Kuchen nur einmal verteilen, der jedes Jahr verteilt werden kann. Und wenn das Geldkapital bzw. die Schuldenzinsbelastung explodiert oder schneller wächst als die Leistung, dann muss bei den anderen entsprechend weniger übrig bleiben. Ist deshalb jetzt kein Geld mehr da, um die Arbeitslosen zu bezahlen? Das ist der nächste Schritt, ist, dass der Staat, der bisher noch in der Lage war, das sogenannte soziale Netz zu finanzieren, das immer weniger kann. Einmal wird seine Einnahmen auch einbrechen, wenn viele Firmen pleite machen und entsprechend rückgängige Umsätze haben. Zum anderen aber auch, weil er laufend höhere Kosten bedienen muss aufgrund der zunehmenden Arbeitslosenzahlen, der zunehmenden sozialen Spannungen, die er aber immer weniger beibehalten kann. Warum geht es da auch? Geht es an die Sache ran und man muss jetzt versuchen, das zu reduzieren. Nochmal vielleicht ein Vergleich zwischen verschiedenen Entwicklungen in unserer Wirtschaft. Maßgebend Sozialprodukt stieg um 37%. Das ist der Maßstab, denn wenn die Leistung um 37% steigt, dann können alle Löhne um 37% steigen, die Gewinne, die Staatseinnahmen, alles kann 37% steigen, weil ja dann ja der Kuchen größer geworden ist in diesem Prozentsatz. Sehen wir mal zu, was passiert ist. Wir sehen dann, dass die Nettolöhne nur um 23% gestiegen sind, also praktisch nur um 3/5 des Zuwachses. Die Bruttolöhne sind auch schon um 1/5 zurückgeblieben. Selbst die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen sind zurückgeblieben und spiegeln wieder die klamme Lage bei den Unternehmen, bei den Firmen, die eben auch kaum noch über die Runden kommen, immer mehr Schwierigkeiten haben, immer mehr Pleite, Angst haben und auch in die Pleiten reingeraten.
Der Einzige, der etwas mehr hatte, waren die Steuereinnahmen des Staates. Er hat sie etwas erhöhen können, 42%, also gegenüber 37% Sozialprodukt. Aber ganz aus dem Rahmen schießen die Geldvermögen plus 99% und die Bankzinserträge plus 89%. Und wenn ich das mal umrechne, auch anhand der Summen, die hier gegeben sind, dann kann ich tatsächlich in etwa ausrechnen, hätten sich die Bankzinserträge auch nur um 37% vergrößert, dann wäre genug da gewesen, auch diese drei Posten auf 37% zu halten. Und hier zeigt sich daran, dass man diese Schwelle nur durchbrechen kann, wenn man das Geld festhalten unterbindet. Und das ist eine Frage eben der, auch der juristischen Einschätzung von Geld, das ja im Grunde eine öffentliche Einrichtung ist. Und öffentliche Einrichtungen sollen für jeden nutzbar sein, aber von keinem blockiert werden dürfen. So wie wenig man mal die Straße blockieren darf, weil man andere dann an der Nutzung hindert, so wenig darf man Geld blockieren. Geld ist das wichtigste Verkehrsmittel, noch wichtiger als die Straßen, kann man fast sagen, denn die entscheiden alles in der Wirtschaft. Da hat man aber das Recht heute noch nach Belieben, das Geld zu blockieren, ohne Angst haben zu müssen, dass man dafür belangt wird. Wenn wir nochmal das Ganze zusammenfassend uns ansehen, ist das vielleicht hier an diesem Zahnradwerk am einfachsten noch darzustellen. Wir haben hier im linken Teil, der gelb unterlegt ist, den Kreislauf im Geldbereich. Und hier haben wir zwei Halbkreise, unten und oben, im Realbereich. Und im Geldbereich wissen wir ja, die Geldvermögen nehmen überproportional zu, jährlich mit 6, 7, 8%. Und damit wachsen auch die Banken in Frankfurt immer mehr in die Höhe. Wer sich also wundert, warum in Frankfurt die Türme immer größer werden, inzwischen nicht nur die Stadt überragen, sondern auch die Regierungsviertel in Berlin bald überragen in ihrem Volumen, der findet die Erklärung in der Masse der Geldvermögen, die sich dort ansammeln und die bedient werden müssen, wo es entsprechend mehr Räumlichkeiten und Angestellter bedarf. Folge ist erhöhte Kreditvergabe in die Wirtschaft, Folge sind höhere Zinslasten, die Wirtschaft arbeiten muss, denn nur in der Wirtschaft werden Werte erarbeitet. Es gibt keine Werte, die nicht dort erarbeitet werden müssen, ehe sie zur Verteilung kommen können. Damit wachsen die Zinszuwächse, Zinsströme zum Geldvermögen, das Geldvermögen wird noch größer, und wir haben hier diesen Teufelskreis, dass sich hier eine Sache immer mehr aus sich selbst heraus aufschaukelt. Die Kybernetiker sprechen von einem positiv rückgekoppelten Regelkreis, und alle positiv rückgekoppelten Regelkreise kollabieren. Und hier laufen sie, nach diesem Prinzip läuft unser Geldsystem ab. Folge ist, dass aufgrund der immer höheren Zinsleistungen bei den anderen weniger übrig bleibt, die Gewinne sinken, die Löhne sinken, Folge der sinkenden Löhne und Gewinne sind Pleiten, Arbeitslosigkeit, Armut, Preisanstiege, Unruhen und so weiter, soziale Spannungen. Und wenn die sich weiter aufschaukeln, was zwangsläufig unvermeidbar ist, aufgrund dieser ständigen Umverteilung, wird irgendwie das auch mal zum Platzen des Kessels führen, ob zu Bürgerkriegen oder Aufständen oder Generalstreik und was weiß ich, was daraus entwickeln kann, bis hin zu Kriegen. Der bisherige Ausweg aus diesem Dilemma war ständiges Wirtschaftswachstum. Wir haben also versucht, immer wieder durch Vergrößerung des Kuchens mit diesen Spannungen fertig zu werden, aber dieser Ausweg über Wirtschaftswachstum ist auch verbaut aufgrund der Endlichkeit der Erde und der Ressourcen. Und wir sehen auch, aus dieser Entwicklung ergeben sich ständig zunehmende Spannungen, die ja, wie wir am Golf erleben, ja auch bereits in Interessenkonflikten landen, bei denen es darum geht, wer behält die Rechte über die letzten Ressourcen, die eines Tages ja dann immer knapper werden müssen und heute schon knapper werden. Auch das wird nicht ohne Kriege abgehen, wie wir es ja schon am Golf erlebt haben und demnächst auch sogar bei Wasser erleben werden. Denn auch da zeichnen sich schon die ersten Konflikte ab, wenn die Einzelstaaten sich gegenseitig das knapper werdende Wasser abgraben. Ja, es ist also so, dass von beiden Seiten her letztendlich die Sache auf eine Katastrophe zuläuft. Und was könnte man nun tun? Wie könnte man es vermeiden? Eigentlich nur an einem bestimmten Punkt. Man müsste eben den Zwang zum Wirtschaftswachstum reduzieren. Das wäre nur möglich, wenn wir die Wirtschaftsleistung nicht mehr steigern brauchten. Dann würde auch praktisch die soziale Problematik nachlassen, wenn eben die Wirtschaftsleistung nicht mehr steigern muss, um diesen Kreislauf immer ständig größer werden zu lassen. Das wiederum ist aber nur möglich, wenn die Zinssätze sinken.
eine Umlaufsicherung, die wirklich greift und stetig greift, im Gegensatz zu den heutigen Umlaufsicherungen, würde bewirken, dass der Zins mit den Wachstumsraten der Wirtschaft gegen Null fallen kann und damit das übermäßige Wachstum der Geldvermögen nachlässt und die daraus resultierenden sozialen Spannungen, die sich heute immer weiter aufbauen, nicht nur zwischen Nord und Süd, sondern auch zwischen innerhalb der einzelnen Länder. Und würde bewirken, dass die Schulden nicht mehr zunehmen müssen, die heute im Gleichschritt wachsen müssen mit den Geldvermögen. Und damit würde wiederum der Wachstumszwang entfallen, der heute erforderlich ist, damit wir diesen immer größeren Berg von Schuldenzinsen erwirtschaften können. Konkret ist das möglich, einmal bei den Girobeständen, auf eine relativ einfache Art. Man würde bezogen auf die Bestandshaltungen jeweils zum Beispiel jeden Monat 1% als Geldhaltekosten abbuchen, womit verhindert würde, dass man auf den Girokonten mehr Geld festhält, als man tatsächlich für die Nachfrageprozesse braucht. Bei dem Bargeld ist es etwas schwieriger, da müsste man vielleicht von Fall zu Fall, wenn die Notwendigkeit sich abzeichnet, bestimmte Geldscheingrößen zum Umtausch aufrufen mit einem Abschlag. Damit könnte man erreichen, dass der Geldkreislauf ähnlich stabilisiert würde wie der Verkehrskreislauf ja auch, indem man Blockierungen vermeidet durch entsprechende Gebühren, die man von Fall zu Fall erhebt. Aber ohne diesen entscheidenden Schritt, ohne diese Korrektur des Fehlers im Geldsystem, wird eine gerechte Welt nicht möglich sein. Denn eine gerechte Welt ist nur möglich auf einem entsprechenden Fundament, und das heißt auf einem gerechten Geld. Eigentlich kann ich Helmut Kreuz als den wichtigsten Lehrer meines Lebens bezeichnen. Wenn ich davon ausgehe, wie er mein Leben beeinflusst hat. Das größte Geschenk, was ich von Helmut Kreuz bekam, war, dass er mir erklärt hat, warum sich die ökologischen Projekte, an denen mir so viel lag, so schwer realisieren ließen. Nämlich, dass er mir erklärt hat, was das eigentlich heißt, das rechnet sich nicht. Nämlich, dass die Ökologie letztlich mit der geldschaffenden Kraft des Geldes, mit dem exponentiellen Wachstum mithalten muss. Und das können nur ganz wenige ökologische Projekte. Und das erklärt auch, warum wir immer weniger Bäume haben und immer mehr Geld in der Welt. Und dafür bin ich ihm einfach unglaublich dankbar, weil es eben auch beinhaltet, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt, was viele Leute nicht sehen können. Und diese Lösung heißt, dass wir eine andere Umlaufsicherung brauchen. Das erklärt er ja sehr, sehr deutlich. Und ich denke, dass er das auch vielen, vielen anderen Menschen erklärt hat. Und ich denke, dass er dafür einen wirklichen Platz in der Geschichte unserer Evolution eigentlich bekommen sollte. Außerdem muss ich sagen, gehört er zu den hervorragenden Vertretern dieses Geldthemas, die das nicht nur anschaulich machen, sondern auch mit großer Präzision und großem Sachverstand darstellen können und auch mit Fachleuten reden, aber auch mit Laien reden können. Und diese Bandbreite von Kommunikation, die ist einfach einmalig. Und ich wünsche mir, dass es noch mehr Vertreter gibt, die das so wie er sachlich und fachlich und gleichzeitig vom Herzen kommend vermitteln können. Ich habe den Helmut Kreuz vor ungefähr 15 Jahren kennengelernt, seinerzeit in Steierberg in einer Zukunftswerkstatt von Margaret Kennedy zum Thema Geld, und war schon damals tief beeindruckt von der Klarheit seiner Gedanken und Analysen, von dem Engagement, und bin bis heute in tiefer Bewunderung für die Beständigkeit und den Mut, mit der er über die Jahre hinweg an diesem Tabuthema dran geblieben ist und vielen anderen Menschen die Augen auf diesem Gebiet geöffnet hat. Ja, ich kenne Herrn Kreuz schon seit geraumer Zeit. Und wir haben ja ein Schicksal gemeinsam. Wir versuchen etwas zu ändern, was sehr schwer zu ändern ist. Und wir teilen im Grunde auch ein Problem, nämlich das Problem der Macht und der Machtlosigkeit. Denn im Grunde fordern wir von sehr machtvollen Minderheiten der Gesellschaft einen Machtverzicht, der zweifellos kommen wird, wenn also Vermögen nicht mehr bedeutet, dass man restlos alles damit anstellen kann.
Und dieser Punkt muss erreicht werden, wenn die Welt eine Zukunft haben will. Da sind wir uns ebenfalls einig. Und ich hoffe, dass es nicht allzu spät eintritt und nicht durch allzu viele negative Erfahrungen ausgelöst wird, sondern dass ein bisschen Verstand auch mit am Werke ist. Es gibt ein wunderschönes Wort von einem anderen Denker, den ich sehr schätze, einem Amerikaner. The Stone Age didn't end because of a lack of stones. Also die Steinzeit hat nicht aufgehört, weil es keine Steine mehr gab. Und das wäre eben auch für den allgemeinen Ressourcenschatz der Welt zu wünschen, dass wir nicht zu fürchterlichen Änderungen gezwungen werden durch die totale Verarmung. Helmut Kreutz hat ein zentrales, aber tabuisiertes Thema in einzigartiger Weise für die breite Bevölkerung aufgearbeitet, indem er die Fakten sich anschaute, sie klar und überzeugend interpretierte, sich Ideen genommen hat, die Vorlagen, sie aber ins Konkrete weitergeführt hat und alles eingebaut hat in den Gesamtzusammenhang eines humanökologischen Steuersystems. Diese Leistung ist in ihrer Bedeutung kaum abzuschätzen. Ich verdanke ihm sehr viel. Für mich als Mathematiker waren die Analysen vom Helmut Kreutz eine Herausforderung. Und sie haben mich überzeugt. Und ich bewundere ihn, dass er nie die Hoffnung aufgegeben hat, dass sich das Wissen zum Thema Zins und Verschuldung irgendwann einmal durchsetzen wird. Und ich hoffe, dass dieses Wissen bald die 5% Wissenshürde überschreitet, damit die notwendigen Änderungen passieren können, bevor unser Geldsystem zusammenbricht. Ich schätze an Helmut Kreutz besonders eine Selbstlosigkeit, mit der er sich und seinen reichen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellt. Er hat mit seinen Analysen und seinem Buch quasi den Apfelbaum gepflanzt, von dem nun jeder, der mag, pflücken darf, um daraus entweder eigene Bäume zu pflanzen, zu züchten oder manchmal auch nur Apfelmus zu machen. Als ich Helmut 1989 kennengelernt habe, war mir ziemlich schnell klar, dass sein Thema auch mein Leben maßgeblich beeinflussen wird. Der enorme Zuspruch und Erfolg, den die Geldreformidee und auch die INWO gerade heute haben, ist ohne das Werk und den persönlichen Einsatz von Helmut Kreutz gar nicht denkbar. Ihm ist es gelungen, ein sehr komplexes Thema so zu vermitteln, dass es sowohl für Laien als auch für Fachleute durchaus spannend und beeindruckend ist. Und genau das spüren gerade auch die jungen Leute, die auf unseren Verein zukommen, die an unsere Infostände kommen, die merken, dass da ein Praktiker etwas Lebendiges geschaffen hat und etwas Überzeugendes geleistet hat. Und das beeindruckt und motiviert auch, sich selber zu engagieren. Ich habe es immer so empfunden, dass Helmut Kreutz sozusagen Denkanstöße gibt und es den Zuhörern als freies Angebot völlig offen lässt, was sie selber daraus machen. Und Sie sind nun einer dieser Glücksfälle, der den Ball aufgegriffen hat und auch eigenständig weiterdenkt in Ihrem Fachbereich der Architektur. Als ich Helmut Kreutz zum ersten Mal gelesen habe, das war 1995, habe ich sein Buch gelesen, Das Geldsyndrom. Und ich muss sagen, das war für mich eine Offenbarung. Ich habe ja über Städtebau gearbeitet und über Städtebaukrisen. Und dann kommt man natürlich auf Schuldenkrise, auf Beschäftigungskrise, auf Umweltkrise. Und ich hatte immer schon das Gefühl, dass diese ganzen Krisen letztlich ihre Ursachen hatten im Geldsystem. Und ich hatte also alle Klassiker über Geldtheorie gelesen und da hatte ich überhaupt nichts mit anfangen können. Und in der Situation, da habe ich dann das Buch von Helmut in die Hände gekriegt. Und wie gesagt, das fiel mir dann richtig wie Schuppen von den Augen. Und also wenn ich mir heute so diese Krisendeutung jeden Abend im Fernsehen anhöre von unseren sogenannten Experten und von den sogenannten Weisen und Gutachtern und so weiter, dann glaube ich, dass die alle längst vergessen sein werden, wenn man noch von Helmut Kreutz spricht. Wir sind uns auch im Privaten einige Male begegnet im Laufe der Jahre, ganz außerhalb von Tagungen oder sonstigen Veranstaltungen. Und dadurch ist mir auch seine Frau Barbara in den Blick gekommen. Ich habe sehen und schätzen gelernt, wie die beiden ihr Leben zusammen gestalten.
derer beide gemeinsames Leben beinhaltet auch eine Art geistige Arbeitsgemeinschaft. Ich habe häufig mit Hochachtung erlebt, wie viel Anteil Barbara an Helmuts Lebensleistung nimmt, wie sie aktiv mitdenkt und durchaus einen eigenen Anteil an all dem hat, der bei dem öffentlichen Wirken gar nicht immer so deutlich wird. Aber das ist ganz unzweifellos der Fall, dass diese Lebensleistung nur zu vollbringen war auf der Grundlage einer liebevollen, partnerschaftlichen Verbindung mit Barbara. Wenn er jetzt sektierisch an die Sache rangehen würde, dann wäre es, glaube ich, für mich auch schwer mitzutragen. Aber da er einfach merkt, dass als umweltbewusster und als friedensbewegter Mann spürt, das ist die Antwort auf all meine Fragen, die ich immer hatte, da ist es eigentlich sehr schön. Und wenn man Kinder und Enkel hat, dann ist das eigentlich wunderbar, weil das ja nicht nur für sich tut, nicht für mich, sondern für die nächsten Generationen.